Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Techtonika. Also wir hatten ja beim letzten Mal hier diese Maschinen gebaut. Ich habe jetzt hier nochmal eine Transportbox bzw. eine Lagerbox hingemacht, damit wir einmal diese Citadorn-Kühlmittel hier reinlagern können und damit er gleichzeitig hier mal ein bisschen Kalkstein und Dings rausnimmt. So, das heißt, das läuft einmal. Und ich habe mal geguckt, ich kann weder bisher die erweiterten Schaltkreise bauen, noch die Monorail-Tracks. Das heißt, diese beiden Aufgaben sind im Moment für uns noch nicht erreichbar. Dafür bräuchten wir, ja, so, noch mehr Skill. Und das heißt, bedeutet wahrscheinlich, wir müssen noch mehr Victor füttern. Und dafür brauchen wir Atlantum-Erz. So, jetzt habe ich es. Und 900 Prozessoreinheiten. Ich habe keine Ahnung, wie ich das hinbekomme. Das heißt, die werden wir auf jeden Fall nochmal irgendwie hier ein bisschen uns eine Produktion bauen müssen, damit wir das hinbekommen. So, Atlantum-Erz. Und zwar, jetzt muss ich kurz überlegen. Ich glaube, wir hatten da hinten irgendwo Atlantum-Erz. Und wir müssen auf jeden Fall einmal Bomben bauen. Das, warte mal, das kann ich ja eigentlich schon mal gleich machen. Genau, Bergbauladung. Achso, dafür brauche ich Citadorn-Extrakt. Nochmal kurz zurück. Noch einmal ganz kurz zurück. Wir müssen uns nochmal Citadorn-Extrakt holen. Geh doch mal aus dem Weg hier. Geh doch mal einfach aus dem Weg. Nein, 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 nein. Ich verstehe diesen Hoover-Pack nicht. So, jetzt funktioniert's. So, Citadorn-Extrakt. Genau, das brauchen wir. Wobei, dann warte mal, können wir hier noch mehr was rausnehmen? Übrigens hatte ich noch einen Tipp bekommen, dass hier die Maschinen nicht mehr liefen. Das war, eine Maschine war wieder vollgelaufen mit irgendwas, deswegen hat das nicht funktioniert. Danke für den Hinweis an dieser Stelle. So, Citadorn-Extrakt. So, jetzt kann ich mal ein paar Bümmchen bauen. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich brauche. Ich mache erstmal so, keine Ahnung. Keine Ahnung, wie viel, aber ich glaube, das sollte erstmal reichen, ne? Gut. So, also nochmal auf dem Weg zum Atlantum-Erz. Und das sind da, glaube ich, diese bläulich-grünlichen Felsen, die... Also nicht die, aber die sehen so ähnlich aus. So, warte mal. Ich glaube, das müsste eigentlich Atlantum sein. Bin mir bloß nicht sicher, ob das die richtige Richtung war. Hier, genau, diese grünlichen. Das müsste eigentlich Atlantum sein. So, jetzt muss ich mal eben... Wo sind meine Bömmchen? Die muss ich mir mal eben irgendwie hier... Oh, eigentlich brauche ich schon wieder jeden Leistenplatz, ne? Nee, Treppe brauche ich nicht, ne? Treppe brauche ich nicht. Also ich glaube, wir können ja hier später auch nochmal mehrere Geschosse bauen, aber im Moment macht es keinen Sinn. So, warte mal. So, Bömmchen. Detonate. Atlantum-Erz 27, jawohl, das ist es. Und wir brauchen ja nur noch 450. Ja, das läuft doch. Weil ich glaube, man kann das nicht mit einem Bohrer abbauen, ne? Könnten wir eigentlich gleich mal ausprobieren. Kriege ich eigentlich irgendwie Schaden? Nö, ne? Ich glaube, Schaden kann man hier gar nicht nehmen. Oh, nice. So, dann hier nochmal. Und hoch damit. Hallo, wieso willst du jetzt nicht? So, jetzt will er. 60. 85. Holy shit, das... Oh. Also nach unten hin macht er aber ganz gut, ne? So. Einmal kurz. Ah! Okay, 191. Das geht eigentlich ganz gut. Aber ich glaube, ich weiß nicht, wie viel das hier noch bringt. Okay, das bringt nicht mehr. Das bringt immer weniger, ne? Jetzt ist es wirklich nicht mehr viel. Ich weiß gar nicht, wie wir hier... Hallo? Detonierst du mal bitte? Wie wir hier auf 450 kommen sollen. Vor allem, ich brauche noch mehr Bomben. Ich glaube, ich brauche noch mal ein paar Bümpchen. So. Warte mal. Haben wir nicht noch irgendwie... Wie viel bringt das denn? Huch. Shit. 146. Ja gut, wobei ein Drittel haben wir ja schon, ne? Ich komme hier nicht mehr hoch, ne? Ach, verdammt. Ich komme hier nicht mehr... Ich bin hier für immer. Wobei, warte mal. Was ist eigentlich, wenn wir das mit unserem Dings... Da kriegen wir aber nur Kalkstein raus. Also das scheint nichts zu bringen. So, ich komme hier. Geh doch mal beiseite, meine Güte.
So, warte mal, hier ist noch ein bisschen was. Das würde ich mir auch nochmal holen. Dann hier und zack. 156. Aber hier waren noch irgendwo noch mehr von diesen. Und ich würde natürlich gerne mal hier einen Bohrer probieren, aber ich glaube, das ging nicht. Hab ich irgendwo noch einen Bohrer? Wo habe ich denn die Bohrer? Ich habe keinen Bohrer mehr. Wir machen uns mal ein, das reicht ja eigentlich. So, ich muss mal kurz warten, bis er das fertig gecraftet hat. Ich kann ja eben nochmal gucken. Hier waren doch, glaube ich, meiner Meinung nach noch mehr von diesen Adern, aber ich bin mir nicht sicher, wo. Oh, nee, hier ist das nicht. Sieht ähnlich aus, ne? Aber es ist halt blau und nicht grün. Hier hinter noch irgendwo? Nee. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich irgendwo noch so eine Erzdingenskirchens gesehen habe. Aber ich weiß nicht mehr wo. So, warte mal. Ach, shit. Nicht schon wieder. Ach, bitte nicht schon wieder. Komm. So, ich komme hier nicht hoch. Nee. Gut. So, warte mal. So, das müsste aber reichen, ne? Alright. So, oh, warte mal. Hier ist aber eigentlich eine ganze Menge. Oh, das hat nochmal was gebracht. Jo. Kann ich das von hier auch? Jawohl. Und von hier? Ja. Wobei, es wird halt immer weniger, ne? 188, das ist nicht die Welt. So. Habe ich ein, wobei, jetzt kann ich gar nicht einen Erzförderer mehr hinstellen, ne? Ich Vollidiot. Ja. Warte mal, wir können es ja nochmal trotzdem ausprobieren. So, der ist hier. Warte mal, dann machen wir das anders. Dann machen wir halt hier ein paar Plattformen. Wir können uns ja am Boden erschaffen. So, du warst hier. Warte mal, geht der da ran? Ne, ich muss noch mal eben diesen hier wegmachen. So, jetzt müsste es eigentlich gehen. Hab ich irgendwie Sprit dabei? Ja, habe ich. Naja, macht nichts. Ja, was ich vermutet habe, dafür brauchen wir einen besseren Erzförderer. Verdammt, verdammt, verdammt. So, jetzt ist die Frage, wo war noch... Ich bin mir sehr sicher, dass es irgendwo noch andere Minen gab. Ich weiß bloß nicht mehr, wo ich die gesehen habe. Setz mal Problem. War das hier vielleicht? Nee. Okay, hier ist auch irgendwie Sackgasse. Ey, 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 ey. So, wir gehen einfach mal weiter. Irgendwo... Vielleicht hier in der Höhle, die wir das letzte Mal aufgedeckt haben. Ist hier irgendwas? Nee. Sind wir eigentlich schon im Fluss? Den Fluss sind wir auch noch nicht längs, ne? Aber das scheint eine Sackgasse zu sein. Der scheint uns nicht wirklich irgendwo hinzubringen. So, dann gucken wir nochmal hier, ob wir hier noch irgendwo Atlantum-Erz finden. I hope so, weil ich weiß sonst nicht genau, wo wir die noch herbekommen. Und wir brauchen 450 Stück. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber hier scheint es auch recht mau auszusehen. Zumindest kann ich bisher noch nichts sehen. So, dann gucken wir da hinten nochmal. Aber ich... Nee, 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 nee. Hier war nichts. Ich bin aber mir ziemlich sicher, dass wir irgendwo... Irgendwo da noch was gesehen hatten. Ich weiß bloß nicht mehr, wo es war. Ja, okay. Ich glaube, keine andere Wahl als suchen. Beziehungsweise wir können natürlich uns auch erstmal um die anderen Sachen kümmern, weil wir brauchen ja auch noch, wie gesagt, diese Prozessoreinheiten. Da würde ich sagen, machen wir mal eine Produktion fertig. Ich weiß gar nicht, was wir dafür brauchen. Das gucken wir uns gleich mal an. Wenn ich hier wieder durchkomme. So.
Ich hoffe, der wächst noch oder ist der schon fertig? Ich würde mal eben gucken, ob da noch irgendwas reingeht. Ja, der frisst noch. Sehr gut. Okay. So. Bitte hoch. Bitte hoch. Dankeschön. Alright. So, was brauchen wir denn für diese Prozessoreinheiten? Elektrische Bauteile und Rahmen aus Pflanzenmaterial. Elektrische Bauteile haben wir eigentlich echt viel, ne? Aber da brauchen wir auch 4 Stück pro Prozessoreinheit. Aber die stellen wir die nicht irgendwo her? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, die hatten wir nirgendwo hergestellt. Ne, es ist Kupferdraht. Und hier war die Rahmen, genau. Die Rahmennudeln. So, okay. Das heißt, ich brauche für Eisenbahn und Kupferdraht. Stellen wir nicht irgendwo schon zusätzlichen Kupferdraht her? Ich bin echt verwirrt gerade. Ich habe so langsam verliere ich die Übersicht hier. Können uns das nochmal rausnehmen? Hier ist auch schon wieder voll, ne? Produziert ihr denn trotzdem noch, oder? Was ist hier das Problem? Okay, er hat nicht genug. Dann stopfen wir das nochmal rein. Hier ist wieder voll. Oh Gott, ich glaube, ich muss hier nochmal irgendwas machen, das in eine Kiste, damit das hier nicht immer jedes Mal verstopft. Ja, okay. Also, wir brauchen jetzt nochmal was für Kupferdraht. Ich glaube, ich würde das mal hier hinten machen, weil hier haben wir ja auch unsere Kupferleitung. Die komischerweise gerade ein bisschen... Na, wobei, doch, das geht noch. Das geht noch. Ja, hier wird halt Kupferdraht hergestellt, aber der geht ja sofort in die Maschine rein. Für diese Dinger. Die Frage ist natürlich, wie viel brauchen wir überhaupt noch davon? Aber egal, komm, wir machen nochmal hier eine zweite Kupferleitung. Und zwar würde ich hier gerne nochmal was abzwacken. Ich gucke allerdings nochmal eben kurz hier, wie das hier aussieht. Weil irgendwie kommt mir gerade vor, als wenn da ein bisschen wenig Kupfer kommt. Aber die Maschinen laufen alle. Okay, wir haben ja aber auch nur tatsächlich zwei Bohrer. Ist natürlich eigentlich ein bisschen wenig. Könnt natürlich auch nochmal gucken, ob wir noch irgendwo eine andere Kupfermine anzwacken können. Das wäre auch nochmal eine Idee. Irgendwo war denn hier noch eine? Ich glaube, da hinten in der Höhle, ne? So, warte mal. Ich muss mal eben jetzt tatsächlich mir ein bisschen Überblick verschaffen. Wenn er mal hochgehen würde. So, wir könnten jetzt im Prinzip hier mal abzwacken. Das heißt, ich würde... So, warte mal. Ich muss mir eben... Ist das die richtige Richtung? Ja. So. Dann muss ich erstmal ein bisschen Boden setzen. Bis hier... Genau, dann kommst du bis hier. Jetzt ist die Frage, kriege ich den hier direkt so rüber? Nee, das macht er nicht, ne? Wie mache ich das denn? Warte mal. Ja, wobei, eigentlich ist es zu wenig Kupfer, ne, was wir da produzieren. Es ist leider zu wenig Kupfer. So, warte mal. Ich glaube, ich muss mir doch noch mal eine zweite Kupfermine hier anschaffen. Es nützt ja nichts. Weil hier kriege ich, glaube ich, keinen weiteren Bohrer hin, ne. So, ich bin der Meinung, hier war noch irgendwo eine Kupfermine. Ups, nein, das wollte ich nicht. Ich wollte hier. Wobei das natürlich dann schon wieder ein ähnlich weiter Weg ist, ne. Genau, hier war eine. Wie mache ich das jetzt? Ich glaube, ich würde tatsächlich... Wir brauchen ja gar nicht mehr so viele Knubbel, ne?
Wir müssen ja sowieso demnächst unser Augenmerk auf die blauen Knubbel richten. Und deswegen... Warte mal, ich muss mal eben gucken. Wie viel habe ich hier? 422. Guck mal, hier brauchen wir eigentlich, glaube ich, nur noch blaue Knubbel. Hier brauchen wir nur noch blaue Knubbel. Förderband. Ja, okay. Ein bisschen was bräuchten wir noch. Hier weiß ich nicht, ob was wir brauchen. Ob blaue oder rosane. Das ist nicht notwendig, aber ja. Ich würde eigentlich lieber den Kupferdraht hier rausnehmen. Nee, nicht hier raus, sondern... Genau, dass hier der Kupferdraht abgezweigt wird und hier nicht mehr diese Dinger produziert werden. Es ist echt, ja. So, ich muss mal eben gucken. Was brauchen wir denn? Kupferdraht und Eisenbahren. Ich würde das jetzt tatsächlich mal erstmal anders machen. Ich würde... Jetzt muss ich kurz überlegen. Bim, 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 bim. Habe ich noch eine Produktionsmaschine? Ja, die habe ich noch. Die Frage, wie stelle ich die am besten auf? Mach mal so. Dann machen wir hier eine Abzweigung. Nee, halt, falsch. Ja. Ich glaube, zwei reichen, ne? Dann kommt da das rein. Und jetzt würde ich tatsächlich mal... wir haben Kupferdraht, ja. Wir haben genug Kupfer. Ich würde jetzt tatsächlich erstmal, also später werde ich das nochmal ändern, aber erstmal würde ich jetzt hier den Kupferdraht so reinstopfen, damit wir zumindest erstmal ansatzweise in eine richtige Richtung gehen. So, elektrische Bauteile. Dann kriegst du hier schon mal was? Alright. So, das läuft zumindest schon mal. Und dann brauchen wir aber natürlich noch eine Box, wo das Ganze reingeht. So. Und dann machen wir nämlich... Bup, bup. Dann gehen hier nämlich schon mal die elektrischen Bauteile rein. Genau. So. Und das heißt, da brauchen wir für Prozessoreinheiten... Was brauchen wir da jetzt? Wir brauchen noch Rahmen. Rahmen werden hier hinten produziert. Jo, das sieht auch gut aus. Jetzt ist nur die Frage, wie wir das machen. Das würde ich gerne noch automatisieren. Das heißt, wir müssen im Prinzip die Box und die Box irgendwo auf zu einer Maschine leiten, für die ich keinen Platz mehr habe. Eine tolle Wurst. So, warte mal. Ich war noch mal eben... Nee, das war ja falsch. Das war's. Genau. So, das heißt, hier nochmal was rein. Jo. Okay, das läuft. Ey, jetzt ist die Frage. Bam, 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 bam. Wie lösen wir das am besten? Also, Eisenbahn und... Nee, Quatsch. Falsch war das. Das war das hier. Elektrische Pause und Pflanzenrahmen. Hier kriege ich keine Maschine mehr hin. Ich kriege hier auch leider kein Förderband mehr. Na gut, wir können es rüberziehen, ne? Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Weil hier wird es wirklich mittlerweile ein bisschen eng. Bedeutet... raus... Genau, dann... Ich glaube, ich brauche... Warte mal, ich sehe auch gerade, ich brauche noch mal ein bisschen Förderband. Da haben wir nicht genug. So, warte mal, jetzt muss ich mir gucken. Dann... Nein, 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 nein. Kriege ich das... hallo?
würde ich das jetzt hier rüber bekommen, würde ich. Okay, ich muss kurz warten, bis der Kupferdraht fertig ist. Ach, irgendwas ist doch immer, ne? Irgendwas ist doch immer. So, wir können auf jeden Fall schon mal hier ein bisschen was an Eisenbahn rausholen. Wobei viel ist es auch nicht, ne? Aber wir brauchen diesmal zum Glück auch nicht allzu viel. Wir brauchen jeweils nur 900. So, dann gucken wir hier nochmal. Hier ist wahrscheinlich auch nichts drin. Nee, hier ist gar nichts drin. Okay, aber dann würde ich trotzdem schon mal ein bisschen was zumindest in Victor reinstopfen. So. Machen wir mal 500. Das können wir reinstopfen. Das stopfe ich auch schon mal gleich rein. Ich weiß aber immer noch nicht, wo wir 450 herbekommen. Also noch fast 300. So, die lasse ich erstmal noch, weil ich ja noch Kupferdraht herstellen muss. Ja. Okay, also ich glaube, es nützt nichts. Wir müssen auf jeden Fall demnächst nochmal eine zweite Kupferleitung legen. Beziehungsweise, warte mal, ich könnte natürlich auch nochmal gucken. Und in unserem Startgebiet. Da müsste ja mittlerweile auch irgendwie was vollgelaufen sein. Aber die Maschinen werden auf jeden Fall mittlerweile nichts mehr produzieren, weil wir haben sie ja nicht mehr gefüllt mit Benzin, ne? So, dann gucken wir mal, aber zumindest vielleicht kriegen wir hier nochmal ein bisschen was. 500. Immerhin. Oh, die haben sogar noch Treibstoff. War nur vollgelaufen. Nice. Dann gucken wir auch nochmal. Okay, die haben aber keinen Treibstoff mehr. So, okay, 89 ist natürlich nicht allzu viel. So, warte mal, ich hole mir nochmal eben ein bisschen was. Dann können wir hier nochmal ein bisschen Treibstoff nachlegen. So, komm her. Okay, wir haben hier schon zu viel gewildert. Hier ist nicht mehr allzu viel Treibstoff. Wobei doch die Pilze, die kann ich mir nochmal alle ein bisschen zugute halten. Jawohl. Komm her. So, 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 so. Wie viel habe ich jetzt? Okay, noch lange nicht genug. Vielleicht wäre es auch besser gewesen, ich hätte mir ein bisschen Biotreibstoff von drüben mitgeholt, aber... Naja, was soll's. So, warte mal, nimm doch das mal weg hier. So, hier nochmal ein bisschen was. Hier nochmal ein bisschen was. Jawohl. Und das kann ich nicht. Oh, hier ist er noch. Ja, komm her. Komm her. Alles zu mir. So, ich glaube, das reicht dann auch, ne? Dann machst du mal hier ein bisschen was rein. Dann machst du mal hier ein bisschen was rein. So, hier sind ja auch noch, ne? Alles klar. Dann machst du hier nochmal ein bisschen was rein. Hier ist noch genug drin. Machen wir das hier den Rest auch noch hier rein. Gut. So, dann ja, würde ich sagen, gehen wir wieder zurück, ne? Jetzt muss ich gerade überlegen, wo waren das? Da, genau, da hinten war's. Alright, so, jetzt hat er natürlich kein Benzin mehr, ne? Na, klasse Wurst. Aber egal, ich habe jetzt keine Lust auf Pflanzen sammeln. Dann machen wir das halt so. Guti, so, bam, 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 bam. Kupfer ist durchgelaufen, sehe ich gerade. Das ist schon mal gut. Dann können wir da mal gleich nochmal ein bisschen nachstopfen. Sehr schön. Hoch mit dir. Gut, bam, bam, bam. Jetzt muss ich gerade überlegen, wo waren wir denn? Ich habe schon wieder komplett den Überblick verloren. So, hier war das, ne? Genau. So, dann kriegst du das und das. Er kriegt auch nicht genug Eisen, ne? Habe ich den Eindruck. Bei Eisennachschub müsste ja eigentlich genug sein. So, okay. Das läuft. Also, wie gesagt. Wir müssten jetzt... Förderbänder brauche ich auf jeden Fall nochmal. Ich habe keine... Oh Gott.
Mechanische Bauteile kann ich nicht machen, weil mir Eisenbahnen fehlen. Warum tust du mir das an? Warum? Okay, Eisenbahnen. So, dann greppe ich mir mal jetzt hier welche raus. So, kann ich mir die von Victor nochmal wieder zurückholen? Kann ich mir die nochmal... Nee, was er hat, das hat er, ne? Was er hat, das hat er. So, dann muss ich mir halt leider mich ein bisschen hier bedienen. Und wenn das auch nicht allzu viel ist, aber... Zumindest hilft es uns ein bisschen weiter. So, okay. Ja, nochmal. Wenn in der Zwischenzeit schon was im... Ja, dann nehmen wir die nochmal. So. Was war das jetzt? Mechanische Bauteile. Bei, hä? Ihm wollte doch nichts machen, oder bin ich jetzt bescheuert? Und jetzt macht das doch. Keine Ahnung, was das ist. Gut. Also. Hier, genau. Die wollen wir darüber bringen. Und zwar ziehen wir die hier hin. Bis hier. Und dann, ich mach erstmal bis da. So, dann. Ich überlege gerade, wie ich das jetzt am schlauesten mache. Ich glaube, ich würde mal... Ich mache den mal hier hin. So, dann wieder Förderband. So, genau. So, da kommen die Dinger. Und wir brauchen... wo sind die Prozessoren? Hier. Genau. So. Dann können wir hier auch schon mal ein paar Rahmen und das, dass es schon mal anfängt. So, und dann brauchen wir noch Arme. Rein und rein. War das falsch rum? Wahrscheinlich, ne? Müsste ja eigentlich daran liegen, oder? Warte mal, ich muss nochmal eben... So und so. Ja, jetzt funktioniert's. Gut, dann haben wir die schon mal und dann brauchen wir aber noch... diese Dinger, genau. Und das heißt, dann würde ich sagen, ziehen wir das parallel dazu. Und zwar... auch hier längs. Und dann ist hier. Jetzt wird's tricky. Warte mal, machen wir das so. Oh, ich hasse das. So, warte mal, ich kriege jedes Mal die Krise, wenn ich hier nur auf dem Bauch, auf dem Laufband liege. So, dann ziehen wir das hier rum. Hooverpack, warum tust du mir das an? So, ich... Und ich frage mich auch mal, manchmal komme ich hoch, manchmal komme ich nicht hoch. Warum, woran liegt das? So. Holy moly. So, nice bis hier. Und dann so. Genau, und dann müssen wir noch gucken, wie wir das hier... Bam. So, ich mach das jetzt so. So. Oh ne, warte mal. Der muss weg. Und genau, der muss ja... Ne, wobei, warte mal. Ich muss mal erstmal. Ist nicht so einfach. So. Genau so.
dann muss der einmal rum. Und dann muss der einmal rum. Genau, so passt es, ne? Und dann machen wir nämlich die raus. Okay, das funktioniert. Das geht dann bis hier rum. Genau, und dann brauchen wir hier auch noch Greifarme. Ich glaube, da reichen auch zwei, ne? Genau, dann kommen nämlich gleich die an. Achso, hier ist voll, ne? Ja, hier ist voll. Das heißt, wir brauchen natürlich auch noch eine Box. Das machen wir aber kurz und schmerzlos. Wop, wop. Und ich habe sogar noch eine Box. Schwupp. Jetzt müsste es doch eigentlich... Ey. Okay, jetzt fängt er an. Jetzt fängt er an und jetzt macht er hier die Prozessoren. Ah, meine Güte. Macht er doch, ne? Oder? Ja, er ist am Produzieren. Ich warte noch mal kurz, ob er jetzt wirklich hier die Dinge auch da rein macht. Aber eigentlich müsste das so funktionieren. Jo, 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 funktioniert. Holy shit, also die Produktionsketten werden auch immer aufwendiger und schwieriger. Aber am Ende lohnt es sich doch gerade bei 900 Prozessoreinheiten, die wir brauchen. Holy moly. So, und er ist jetzt auch voll. Gut, gut zu wissen. Aber zum Glück, wie gesagt, brauchen wir nicht mehr viel. Ja, ich werde mich auf jeden Fall nochmal auf die Suche geben, wo wir noch Atlantum-Erz herbekommen. Und ansonsten, die restliche Produktion läuft, die wir brauchen, damit wir Victor wieder das nächste Mal füttern können. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen. Euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.